Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht schon das neue Lidl-Prospekt für 2020, 2021 Lidl Feuerwerk Ultra Deluxe, also das nagelneue Feuerwerk-Prospekt. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was es denn dieses Jahr so alles zu kaufen gibt. Noch eine kleine Anmerkung, das ist quasi das Sonderheft quasi zum Vorschießen am 4. Dezember. Quasi ein Eiddorf, was quasi digital stattfindet. Und hier sind quasi alle Produkte drin. Auch Produkte natürlich, die halt nur regional wieder angeboten werden. Okay, fangen wir mal an. Also, erste Seite. Dann haben wir hier schon eine Neuheit. Neu bei Lidl. Das ist die Matrix Multi-Effekt Fächerbatterie. 54 Schuss, 5,81 €. Und noch eine kleine Anmerkung. Die Preise sind natürlich etwas verändert wegen der neuen Mehrwertsteuerregelung von 16%. Ihr könnt also dieses Jahr auf jeden Fall sparen. Okay, weiter geht's. Ja, neu ist auch die Raptor 22 Schuss für 11,63 €. Das ist eine Multi-Effekt-Batterie. Eine XXL-Multi-Effekt-Batterie. Wirklich sehr, sehr schönes Design. Raptor. Gefällt mir echt gut. Und der Preis ist auch in Ordnung. Dann, was haben wir denn hier? Die Twister. 4 Stück. Das scheinen so aufsteigende Wirbel zu sein. Auch eine Neuheit in diesem Jahr. Dann gehen wir mal weiter. Natürlich gibt es auch wieder Verbundfeuerwerke bei Lidl. Hier haben wir die Fächerbatterie Time Machine. 149 Schuss, 48,49 €. Dann, dies Jahr richtig gut, dieses Rocket Clash Sortiment, das gibt es dieses Jahr jetzt deutschlandweit erhältlich. Kugelbombenset, also und auch normale Raketen sind hier drin, für 4,54 €, 12 Teile. Das werde ich mir auf jeden Fall ein bis zweimal mitnehmen, ist wirklich sehr empfehlenswert, wie ich finde. Nächste Seite. Hier haben wir wieder eine Neuheit, die Big Surprise. Und hier seht ihr das nur in ausgewählten Filialen erhältlich. Ein 51 Schuss Batterie, 14,54 €. Dann das nächste ist die The New Beastmaster. Richtig, richtig genial und ich hoffe, das ist auch wirklich eine Weiterentwicklung oder eine Neuheit zu dieser normalen, in Anführungszeichen, Beastmaster ist. Geil. New Beastmaster. Richtig, richtig nice. Dann haben wir diesmal die Stormy Flash, jetzt deutschlandweit erhältlich. Da freue ich mich besonders drauf, weil die wollte ich extra letztes Jahr noch einpacken. Ja, leider nicht in meiner Umgebung, aber dieses Jahr habe ich mal Glück. 11,63 €, 13 Schuss ist auch voll in Ordnung. Besonderheit hier ist der Silberwirbelaufstieg. Es geht natürlich jetzt weiter mit Neuheiten. Die Final Countdown, 72 Schuss, 19,39 €. Auch neu. Ihr merkt schon, jede Menge Neuheiten dieses Jahr wieder bei Lidl. Dann haben wir hier die Batterie Firefly. Ich mag ja auch besonders Batterien, die vom Design her sehr ansprechend sind. Auch hier wieder Firefly, richtig, richtig nice. Auch wieder in ausgewählten Filialen nur erhältlich. 19 Schuss, 15,51 €. Was haben wir hier? 10 Zauberlichter. Ist wahrscheinlich dann F1 Feuerwerk und was für die Kleinen unter euch. Also ab 12 Jahre sozusagen. Nächste Seite. Eine alte Bekannte, die Alligator. Brauche ich eigentlich nichts weiter zu sagen. Ist bekannt. Dann hier wieder die schönen Goldraketen. 6 Teile, 8,72 €. Auch hier wieder merkt ihr hier wieder diese Mehrwertsteueranpassung von halt 19% auf halt 16%. Kommen halt solche komischen Preise halt raus. Aber ihr könnt halt, wie gesagt, dadurch auch sparen. Highspeed Bombs habe ich neulich erst einen Test hochgeladen. Sehr, sehr bekanntes Sortiment. Für mich, ja, zum Bombschießen ganz okay. Nehme ich auf jeden Fall einmal wieder mit. Dann die Uranus, auch ein Klassiker. Dann das Leuchtspektakel. Auch sehr, sehr nice. Wirklich für den Preis ist wirklich jede Menge Leuchtfeuerwerk enthalten. Dann haben wir hier
Arena of Rockets, auch sehr, sehr bekannt, auch ein Klassiker. Ja, 20 Raketen, 1939. Dann haben wir hier das World Champion, auch bekannt. Ja, über Jahre hinweg wurde es ja schon verkauft, 16,48 Euro. Dann haben wir hier Tischfeuerwerk, Party. Dann haben wir hier die Sky Shots. Habe ich ja auch neulich einen Test bei YouTube hochgeladen. Extrem gute Bombenrohre, wie ich finde. Wirklich top Ausbreitung, richtig schön großes Bouquet. Richtig nice. Dann hier das Fire Fantasy. Das ist wahrscheinlich, also nur eine Vermutung, halt das bekannteste, was jeder so kennt, halt vom Discounter Lidl. Das Fire Fantasy hat jeder mindestens in seinem Leben schon einmal geschossen. Und ja, für den Preis kann man eigentlich nichts falsch machen. Dann das bekannte Juwelen des Himmels, Jewels of the Sky. Ja, genau. Perfekt. Auch sehr, sehr schön mit Feuertopfbatterien, Fontänen, Leuchtkugelbatterien, alles enthalten. Nächstes haben wir hier einen Verbund Stardust. Also auf jeden Fall wieder viele Verbünde dieses Jahr. Richtig schön. Dann haben wir hier zum Beispiel Pure Magic, auch bekannt aus letztem Jahr. Sehr, sehr schöner Verbund, muss ich sagen. Dann geht es hier weiter mit der Perfect Illusion. 208 Schuss, 24-24. Dann, was haben wir hier? Das ist die Showmaster, genau, Showmaster. Nächste Seite, die Unforgettable, auch sehr, sehr bekannt. Kann ich euch nur empfehlen. Ist eine sehr, sehr nette Batterie. Dann Firefighter, Klassiker, Goldfinger, auch sehr, sehr nett. Schöne Effekte, Gold, aber auch, ja, fängt halt bunt an, auch mit bunten Bouquets. Aber Hauptthema ist halt Gold. Und ja, das Besondere ist an der Batterie einfach, dass es auch Fächerabschüsse dabei sind. Also nicht nur gerade nach oben, sondern auch gefächert. Ja. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Dann eine bekannte Black Ice, mein Liebling hier. 16, 48, 47 Schuss, immer wieder top diese Batterie. Double Flash kennt auch jeder. Dann Highlander, auch bekannt. Hellboy, auch ein Klassiker. Ja, ist halt diese schönen Preise, 4,44 Euro sind halt... ah, leider. Jetzt kriegt man hier einen Zungenbrecher. Bei diesen ganzen Preisen. 8,72, 16,48, 22,30. Aber okay. Dann geht es weiter. Jetzt haben wir hier die Celebration. 13,57 Euro, 104 Schuss. Was ist das? Das ist eine XXL Feuertopf-Fächerbatterie. Dann Happy Sky, auch bekannt, Klassiker. Daredevil kann ich euch auch nur empfehlen. Mega Batterie. 31 Schuss, 14,54. Dann Powerbox, auch ein Klassiker. Wer es halt gemütlich mag mit schönen Leuchtkugeln und Knister, der kann sich auch mal die Powerbox gönnen oder mal für zwischendurch vor 0 Uhr. Ja, die Discovery, auch eine schöne Low-Budget-Batterie. Also auch Feuerwerk für den kleinen Geldbeutel. Dann ein Low-Budget, will ich es mal nennen, Verbund. Spotlight, auch nice. Und dann gehen wir mal weiter. Die Oceans of Lights, mega Teil. Also jetzt nicht so von den Effekten her, aber ist halt wirklich eine sehr, sehr lange Brenndauer. 2 Minuten geht diese Fontäne. Sehr, sehr schön wirklich. Dann haben wir die Painted Sky. Auch eine Empfehlung, muss ich sagen. Ja, sehr, sehr schöne Batterie. 50 Schuss, 15,51 Euro, kann man definitiv nichts falsch machen. Auch ein sehr, sehr bekanntes Set ist das Set Bombette. Hier ist wieder alles gemischt von Leuchtkugelbatterien, Five-Batterien, alles eigentlich dabei. Auch schön zum Warmschießen. Dann hier die schönen Schweizer Vulkane, Premium Vulkan. Richtig nice, gibt es in Gold, Silber, Gold, Blink. Hier der Einhornpups ist Silber-Pink ist das, also Silber mit pinken Sternen. Ja, richtig, richtig nice. Die Laser auch bekannt mit dem schönen Smarty-Effekt.
Dann haben wir hier die Casino Royale, die Queen of the Night. Mir persönlich ja, ist es eher nichts, einfach zu lange Brenndauer. Es wird halt wirklich ziemlich langweilig bei 2 Minuten 36 Schuss. Ja. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein bisschen Spielkram. Tischfeuerwerk, dann riesige Wunderkerzen, Jugendfeuerwerk. Knallersortiment, Kracher Inferno, auch sehr, sehr bekannt. Ist auch eine Empfehlung. Hole ich mir auch jedes Jahr mindestens einmal. Und natürlich die schönen kubischen Kanonschläge. Die sind auch wirklich sehr, sehr nice. Dann haben wir hier noch Deko Flashbang. Megateile, richtig nice. Auch bekannt. Ist schon ein richtiger Klassiker bei Lidl. Die Lord of Whistle haben wir hier noch. Das ist eine Five-Batterie, sogenannte Saturn-Missile-Batterie. Also ich finde halt wirklich sehr, sehr angenehme Luftpfeifer. So, das war's schon. Hier nochmal, klar, ihr könnt... Also es gibt eine Lidl-App. Wer es noch nicht weiß, da könnt ihr euch registrieren und da könnt ihr euch auch die Feuerwerkskörper zum Beispiel jetzt hier auch reservieren. Also hier so geht's, über die Lidl Plus App einloggen bzw. registrieren. Online von 7.12. bis 27.12. reservieren, Artikel und Abholfiliale auswählen. Artikel am 30.12. in der gewählten Filiale abholen. Also nochmal eine Erleichterung durch diese Lidl App. Ja, könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn ihr es wollt. Und jetzt am Ende möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Bei meinen Abonnenten und die es noch werden wollen. Also einfach den Kanal Pyromotte Full HD abonnieren. Das ist kostenlos und auf jeden Fall kein Video mehr verpassen. Und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 und natürlich wie immer gut Schuss an Silvester.